Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird ein bisschen ein Style and Talk. Und zwar werde ich das Thema, das Thema Pappabstrich mal angehen, was eigentlich los ist. Ich habe es schon mal gedreht, ich habe es aber dann wieder gelöscht. Ich war so unzufrieden mit mir, mit meinem Gespräch. Ich bin so ausgeschweift. Ich möchte das heute ein bisschen aufgreifen und euch einfach erzählen, was los ist und ein bisschen aus meinem Schminkkorb benutzen. Heute ist Sonntag. Heute ist das letzte Mal, dass ich es benutze und möchte kurz noch was dazu sagen. Ich habe diese Palette im Schminkkorb gehabt. Ich habe einen Look damit schon geschminkt. Werde ich euch auch zeigen. Ich werde sie nicht mehr benutzen. Ich rate sie euch auch nicht mehr an. Ich priese es auch nicht an. Ich zeige es euch, werde aber diesen Schnitt nochmal hinten dran packen. Ich habe sie aussortiert. Ich habe Amazon jetzt angeschrieben. Ich möchte mein Geld zurück. Ich möchte sie zurückschicken. Ich habe noch bis zum 10. März Zeit. Diese Palette geht definitiv auf meine Sammlung. Ich habe Reizhusten gekriegt. Ich habe Kratzen im Hals gehabt. Es hat sich dieses Lidschatten in meinem Hals... Ich habe es richtig gemerkt. Ich fand die Qualität so grottig. Ich will sie nicht swatchen. Ich will sie nicht mehr anfassen. Sie fliegt raus. Das sage ich nur noch dazu. Das werde ich auch noch in meinem Schminkkorb dazu sagen. Und diesen Schnitt möchte ich einfach an dieses Video packen. Oder ich mache einen extra Schnitt. Weil es macht keinen Sinn, euch etwas anzupreisen und zu sagen, wie toll. Und ich schicke sie dann zurück. Nee, so nicht. Ich habe Lichtschutzfaktor drauf. Mein Gesicht brennt ein bisschen. Also es ist ein bisschen übergereizt von der Maske. Ich muss sagen, aber es hat sich sehr, sehr gut angefühlt durch die Maske. Ich fühle mich schon mal gereinigt. Also es hat wirklich die letzten Hautfetzen mitgenommen. Ich fange an mit einem Primer. Spray, das benutze ich zurzeit als Spray. Voll ungewohnt, dass es so gegen das Gesicht ballert. So, lasse ich mal ein bisschen einwirken. Ich merke da keinen Unterschied. Es ist ein Wässerchen. Oh, ich habe mich heute so geschnitten wieder beim Rasieren. Es nervt. Ja, ich habe meinen Finger nicht rasiert. Nee. Ich habe, was habe ich gemacht? Ich kann mich nur einhändig gerade rasieren. Er ist total kompliziert. Und weil wir keine Duschstange haben. Und dann bin ich irgendwie so mit dem Rasierer, weil ich diesen Schlauch nehmen wollte, also diese Brause nehmen wollte, bin ich mit meinem Finger so, habe ich mich aus Versehen geschnitten. Ich trage den Primer von Love auf, den finde ich eigentlich ganz nett. Nachkaufen, ich sehe keinen Sinn da drin. Es macht ein, ja, es macht nicht, zappa, es macht nicht so viel, riecht so ein bisschen nach Oma, finde ich. Es ist jetzt kein penetranter Geruch, aber wir werden jetzt erstmal die Foundation zusammen machen. Wie gesagt, Lichtschutzfaktor 30 trage ich schon. Finde ich in letzter Zeit irgendwie wichtig für mich. Ich möchte, meine ganzen Falten, ich merke das. Also hier ist schon an Botox dran, ganz nah dran. Ich sage das schon seit 3 Jahren, dass ich mir definitiv da eine Unterspritzung machen werde, wenn das extrem wird. Nicht unbedingt, weil ich das Geld dazu habe, aber weil es mich nervt. Ja. Ich benutze Color Corrector von Essence. Den habe ich einen Tag offen stehen gelassen, dass die ganze Flüssigkeit da austreten kann. Also verdunstet das Alkohol oder was da drin ist. Und seitdem gefällt mir das viel besser, weil es dann cremiger ist. Und zum Correcten meines Gesichtes benutze ich die Art Deco Camouflage mal. Ich hatte im Schminkkorb die Clinique Foundation Beyond Perfecting Foundation und Concealer 2 in 1 wahrscheinlich. Und das ist Dry Combination to Combination Öli. Also trockene bis fettige Haut oder Mischhaut, irgendwie sowas. Ich musste diese Foundation mischen. Ich habe sie als auf dem Handrücken genommen. Ich habe sie einmal ausprobiert. Ich zeige euch, das wird definitiv, wenn dann, eine Foundation für den Sommer. Ich hoffe, ihr erkennt das, dass es ziemlich dunkel ist. Es ist... Nikolai, bitte.
Es ist ziemlich dunkel. Ich habe hier von LA Girl noch so einen Whitener. Da nehme ich einen Pumpstoß und der ist ziemlich flüssig als weiß. Foundation Brush, dann mische ich das Ganze. Trage das mal auf. Das ist eine Fliegenklatsche. Nein, ein Mucherhauer. Ein Mucherhauer? Ja. Okay. Für die Leute, die kein Russisch sprechen, ist eine Mucha eine Fliege. Und er hat eine Fliegenklatsche in der Hand gehabt und sagt immer Mucherhauer. Und kein... Ja. Okay, wir wollen das Thema ja aufgreifen, womit ich am Anfang des Videos gesagt habe. Wegen dem Pappabstrich. Ich hatte letztes Jahr schon mal ein Video dazu gemacht. Ich weiß nicht, wo es ist. Also, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr erkennt natürlich alles. Ich filme heute mal mit Tageslicht. Die Foundation hatte Zeit, sich zu setzen. Und ich würde sagen, sie ist relativ reichhaltig, denn sie setzt sich wirklich in jedes Fältchen. Also als Concealer, ja, okay, aber vielleicht in einer geringeren Menge. Zum Aufhellen kann ich wirklich sehr empfehlen. Und das Thema greifen wir jetzt mal auf. Pappabstrich. Und zwar war ich ganz normal bei Kontrolle. Ich war vor 2 oder 2,5 Jahren sogar bei der Kontrolle. Jedes Jahr muss man dahin, um einfach einen Abstrich zu machen, ob alles in Ordnung ist. Und ich war da wie immer halt. Und dann waren da verdächtiger Abstrich. Und zwar ist da hochgerutscht irgendwann, war ja auch noch nicht so dramatisch, sag ich mal, weil, ja, kann immer mal wieder passieren, dass einfach das nicht so richtig im Körper harmoniert. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ich soll alle 3 Monate kommen und irgendwann hat es mir mal im Januar oder im Dezember 2017 oder im Januar 2018 einen schlechten Pappabstrich gezeigt und zwar war ich bei 4. Und davor war ich auf 2, so wie ich es kapiert habe. Wisst ihr, die erklären es einem auch nicht so, dass man alles versteht. Man muss sie zwingen, dass sie einem sagen, was für Ergebnisse man hat. Und ich hatte davor immer mal wieder gegoogelt gehabt, als ich davon betroffen war. Und natürlich davor nicht, weil davor hat mich das auch nicht interessiert. Erst wenn es mich dann betrifft. Na, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, sie müssen unbedingt mal Gewebe abgeben. Und zwar wird das dann... so ein bisschen eine Biopsie darüber gemacht, wie, also es wird ein Stück Gewebe abgeschnitten, also ein bisschen Zellen, die sich verändert haben, abgeschnitten. Es wird mit Jod oder Essig eingesalbt oder sogar mit beides. Und dann wird das schlechte Gewebe ein bisschen abgeknipst. Das tat auch nicht so weh. Ich muss sagen, beim Frauenarzt, die Untersuchung tat irgendwie mehr weh als das Abknipsen. Da habe ich nicht so gemerkt. Und dann wird das extrem in vergrößerten Aufnahme fotografiert, was sehr eklig war. Also ich wollte gar nicht wissen, wie ich innen drin aussehe. Aber es hat er mir dann doch gezeigt und ich fand es dann auch okay. Ja, dann war das so... dass es wieder ein, also ich war dann wieder bei der Kontrolle 3 Monate nach dem Ergebnis oder auch 14 Tage, da hatte ich die Ergebnisse von ihm. Dann haben, genau, dann durfte ich eben zu einer Kollision, ich schreibe es euch mal hier hin, wie das Ding heißt. Also die haben sozusagen mich ausgeschabt, das schlechte Gewebe. War alles easy peasy, wirklich nicht so viel Stress. Ich habe mir war auch unter Vollnarkose. Das habe ich letztes Jahr im Mai gemacht, also 2018 im Mai. Dann war ich alle 3 Monate bei ihr, also bei, ich glaube, 3-mal war ich bei ihr oder 2-mal sogar. War alles okay, war auf 2 runter. Jetzt hatte ich wieder einen Abstrich im Februar, Anfang Februar. Ich finde meinen Concealer nicht aus dem Schminkkorb gerade. Ich mag das auch nicht wühlen. Ich glaube, der ist runtergefallen. Oh, der ist aber relativ gelb. Das ist der Bourjois Healthy Mix. Healthy Mix. Ja, auf jeden Fall
hat sie dann gesagt, oh, wir müssen, hat sie mich angerufen am Valentinstag. Ich wollte ihr noch anrufen. Ich habe noch Scherze gemacht mit meinem Freund. Wir waren Döner essen. Sehr romantisch. Nee, wir wollten einfach was zusammen essen, bevor er arbeiten geht. Mit dem kleinen jungen Mann nach dem Kindergarten. Und dann sind wir einfach in die Dönerbude. Ich habe noch so einen Scherz gemacht. Oh, ich müsste mal die Frauenärztin anrufen. Und zwar wegen den Ergebnissen. Aber ich mache das morgen. Warum heute? Ich mache das morgen. Und schwuppdiwupp, ich habe meinen Freund auf die Arbeit gefahren. Und schwuppdiwupp kam dann... hat sie mich um 3 Uhr angerufen. Also ich bin um 2 nach Hause gekommen nach der Arbeit sozusagen. Als ich ihn hingebracht habe, um schwuppsdiwupp hat sie mich dann angerufen. Ich so, ja, hallo. Und dann hat sie ihm gesagt, Frau Ivanova, ihre Frau Ina, ihre Ergebnisse sind nicht so gut. Bitte wenden Sie sich entweder an die Uniklinik in Freiburg oder in Freiburg im Stühlinger. Ich so, okay, alles klar. Dann habe ich ewig versucht, die in der Uni anzurufen. Da ist natürlich keiner dran gegangen. Im Stühlinger habe ich gleich jemanden erreicht. Die hat aber mir erst im Februar einen Termin, im April, also in 2,5 Monaten. Das waren 2 Monate, wo ich hätte warten müssen, um überhaupt eine Biopsie zu geben über mein Gewebe. Und das dauert mir einfach zu lange, um ehrlich zu sein. Wenn ich weiß, mein Papabstrich ist nicht so gut. 4a-p bin ich. Und ja, war natürlich nicht so zufrieden. Ich benutze heute mal die Maybelline. Die möchte ich mal testen, weil ich glaube, die ist nichts für mich. Die darf dann jemand anderes haben. Ja. Und das war halt so eine Geschichte, wo ich mir dann denke, hä? Okay, gut, okay, ich rufe dort mal an. Habe ich ja auch alles gemacht, alles easy peasy. Habe dann einen Termin gekriegt und nächste Mittwoch, also heute Sonntag, in 3 Tagen werde ich nochmal Gewebe abgeben müssen, um dann zu gucken, ob wieder es ausgeschabt werden muss oder wie es weitergeht. Weil meine Frauenärztin gesagt hat, wenn der Wert immer so hoch ist, kann es sein, dass sich dann eben Zellen, also Krebs, Gebärmutterhalskrebszellen bilden. Ja, und ich meine, ich bin jetzt an die 30, ich habe Zeit. Gesund, och, 2 gesunde Kinder. warum ich lache. Das hier ist von meinem Handy. Ich bin eingeschlafen gestern, habe ein Video angeguckt und mir ist das voll an die Gosch. Oh, das hat richtig ja, ich meine, das Leben geht natürlich weiter, auch ohne Gebärmutter, aber ich hätte gerne doch irgendwie, als es halt eben letztes Jahr so anstand, haben wir dann nochmal drüber gesprochen und dann haben wir uns entschieden, wir wollen noch ein Baby. Eventuell, wenn es halt klappt davor. Wenn nicht, ja, dann ist es halt so, natürlich geht meine Gesundheit da auch eher vor und als wenn ich jetzt, ich bin jetzt nicht unerfüllt, wenn ich jetzt kein Kind mehr bekomme, aber es wäre eine schöne Abrundung, sage ich einfach mal, 3 Kinder zu haben, die passen alle toll ins Auto, man braucht kein ganz großes Auto fahren, nein. Aber in meinem Kopf ist so viel Kacka, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das, dann probieren wir einfach, ich nehme auch seit letztes Jahr die Pille nicht mehr. Ja, seit November, glaube ich, habe ich das letzte Mal genommen. Jetzt ist es ein halbes, warte mal, Dezember, Januar, Februar. 3 Monate nehme ich die Pille jetzt nicht mehr. Das weiß meine Frauenärztin auch, weil ich ja kein Rezept mehr möchte. Ja. Ja, und jetzt bin ich einfach ultra gespannt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, weil es gibt viele, die betroffen sind natürlich und wissen gar nicht, wie sie weitermachen sollen. Auf einmal dieses, oh, sie haben, ich war auch geschockt und dann steht da noch im Brief, sie brauchen sich keine Sorgen machen, wo ich mir dann denke, ja klar, ich mache mir jetzt mal keinen Kopf drüber. Ist leichter manchmal gesagt als getan, für mich jedenfalls. Und ja, ich puder jetzt erstmal ab. Damit, falls mir was runterfällt, ich das dann wegmachen kann. Ja.
Es ist halt ja, leichter gesagt als getan. Oftmals macht man sich halt eben Schädel. Natürlich, für mich war das so. Ich bin auch. Ihr merkt das vielleicht. Also, ein paar haben mich auch gefragt, was los ist. Oder vor allen Dingen die Sunny hat mich gefragt, was denn los ist. Und dass ich. Ja, dann habe ich ihr halt eben gesagt, dass ich mich. Ja, ich fühle mich müde. Ich fühle mich seit ungefähr jetzt, ungefähr 4 Wochen, die erste Woche jetzt, wo ich irgendwie einigermaßen fit bin. Die letzte Woche jetzt, wo ich dann denke, ja, okay, die Erkältung und dies und jenes hat mich sehr mitgenommen. Ich bin eigentlich überhaupt gar nicht so eine Memme, aber da hat es mich echt mitgenommen. Ich habe keinen einzigen Pinsel. Ich benutze das Puder hier. Mitgenommen. Und ich bin sehr, sehr wie erschöpft. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht hat es was damit zu tun, ja, dass der Körper einfach versucht, gegen diesen Viren anzukämpfen. Vielleicht macht er auch gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt mein Problem sozusagen gefunden, woran es lag. Ich vermute halt einfach stark, dass ich, jetzt wo ich es weiß, kann ich vielleicht besser damit umgehen. Aber davor wusste ich ja nicht, warum, was eigentlich los ist mit mir, warum ich so müde bin und ja. Ich denke, dass ich diese Palette zwar aussortieren werde, nicht unbedingt, weil ich sie vielleicht so schlecht finde, sondern einfach, weil ich weiß, ich nutze sie eh nicht. Vielleicht freut sich jemand anderes. Ich gehe jetzt ein bisschen dunkler schon. Ja, das ist halt die Geschichte zu dem Thema. Ich hatte das eben ein Video schon abgedreht gehabt. Es war nur sehr schwer. Ja, mein PC ist ja runter, also die Datei ist dann nicht mehr drauf gewesen, weil ich natürlich nicht wie jeder normale Mensch seine Videos oder irgendwas mal auf eine Festplatte speichere, sondern auf meinem PC. Und wenn es voll ist, wird es halt gelöscht. Ein paar Sachen oder ich muss schneller bearbeiten. Das Problem ist, ich wollte alles rüberhauen und mein PC ist, glaube ich, an Schwäche gestorben, weil ich so viel geredet habe. Ja. Hattet ihr schon mal einen Pappabstrich, der nicht für euch gestimmt hat, wo ihr dann, ich bin jetzt mal in den Khaki-Ton gegangen, in den hier. Trage das so ein bisschen auf. Ja, und wie seid ihr damit umgegangen? Ich zum Beispiel, ich habe zu gar nichts Lust, also nicht, dass ich jetzt so Depression habe. Hört sich vielleicht so an, aber ist nicht so. Sondern ich lebe natürlich weiter, mache trotzdem meinen Quatsch. Ist ja klar. Aber ich mache mir schon Gedanken, wie das denn ist, wenn es soweit ist. Also ich bin ultra gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Die ist sehr krümelig. Hat auch keinen Spiegel. So. Das Ganze verblende ich dann wieder mit einem sauberen Pinsel am besten. Ja, also der Pappabstrich war wieder nicht in Ordnung. Natürlich hat es mich mitgenommen, um ehrlich zu sein. Weil, ja, wie geht's dann weiter? Also versteht mich da einfach nicht falsch. Ich mache mir natürlich einen kleinen Kopf, ja? Einen kleinen Kopf macht sich doch jeder, wenn er irgendwelche Ergebnisse bekommt vom Arzt. Außer sie sind natürlich super positiv. Dann braucht man sich natürlich keinen Kopf machen, dass irgendwas ist. Aber meine Mutter hat nur gesagt, warum du? Da habe ich zu ihr gesagt, Mama, weil ich stark bin. Weil ich stark bin und weil ich es überleben werde. Wenn es auch so ist. Vielleicht soll es einfach so sein. Wer weiß. Ja. Wer weiß, warum es so ist, wie es ist. Und deswegen, ja. Ich weiß es nicht, was ich mit dieser Palette jetzt noch anstellen soll. Ich habe überlegt, ob ich hier so, so ein kleines Halo-Ei mache. Oder einfach nur hier so ein bisschen dunkler werde. Ja, und zurzeit liegt mein Freund im Krankenhaus. Er hat sich das Knie operieren lassen. Unter der Kniescheibe, dieser Knorpel, der ist komplett abgenutzt gewesen. Ja, hört sich an wie ein alter Opa. Nee, er ist erst Mitte 30. Hat auch im März Geburtstag und ja, wir können dann wahrscheinlich beide krank da liegen.
toller Geburtstag, aber dann sind wir wieder fit. Ich mache immer wieder diese Palette zu, weil sie mich einfach nicht interessiert so richtig. Ich benutze jetzt diesen hellen Ton. Ich hoffe, der haut da was raus. Ich finde es einfach zu schimmernd auf mein Auge. Also, ich finde das einfach nur so ein Wischiwaschi. Wisst ihr, die Farben kommen gar nicht so richtig raus. Es wird alles grau. Sogar der helle Ton ist grau. Die krümelt sehr. Also heute das Beste draus geholt und das war's. Auch wo ich jetzt den hellen, schimmernden Ton alleine, da sind Glitzerpartikel. Warum? Warum? Ja. Der Knaller ist es nicht. Ja. Ich kann nachts trotzdem gut schlafen, muss ich sagen, obwohl ich natürlich mir Gedanken mache. Aber, es ist jetzt nicht so, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, wie diese Biopsie wie es, ja, irgendwie ist. Jetzt überlege ich gerade, was für ein Lidschatten ich dazu nehmen könnte. Ich glaube, ich toppe das mit dem Colourpop Flipper, heißt der. Ja. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne bei Instagram auch privat schreiben, wie das war. Vielleicht hat ja jemand seine Gebärmutter schon entfernen lassen. Und ja, ich habe auch von jemandem gehört, die persönlich gehört, jetzt nicht im Internet, aber persönlich, die hat auch Probleme gehabt irgendwie und hat sie sich entfernen lassen, hat aber schon 4 oder 5 Kinder. Ich weiß es nicht mehr genau. Auch große und hat relativ Probleme damit und muss ständig irgendwie ins Krankenhaus. Ja. Okay, also heute fliegt definitiv die Palette raus. Ich werde es nochmal in dem, ja, in dem Video sagen. Dann probieren wir hier diesen Stift aus. Das ist jetzt auch noch so eine letzte Chance. Er ist nicht schlecht. Also ich sage nicht, dass er schlecht ist, aber er fasziniert mich einfach nicht so, weil ich finde, da muss man einfach mehr arbeiten. Nee, also das war ein großer Fehler, die Foundation mit dem MAC-Puder zu verbinden. Das habe ich jetzt letzte Woche nicht gemacht. Die sieht ganz, also sieht ganz, ganz furchtbar aus. Das sieht so, wisst ihr, das sieht so draufgeballert aus. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Und auch das Augen-Make-up gefällt mir eigentlich nicht so. Ich bleibe aber jetzt heute so. Ich muss ins Krankenhaus. Ja, so ist es, so ist es, so ist es. Ich benutze diesen Wonder Pencil mal. So schminke ich zum Beispiel meine Lippen etwas größer, ohne dass es großartig auffällt, also voluminöser. So ein bisschen im Innenwinkel. Joy Highlighter. Und mein Blush kommt auch noch. Das sieht so aus. Ich muss sagen, es gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Meinem Ansatz sehr zufrieden. Sieht echt natürlich aus, als wäre ich heller. Und so war ich früher immer so ein Aschbraun. Blond. Ja. Okay. Ja, die Foundation rutscht hin und her. Ich denke auch, dass das nichts sein wird. Ich benutze einen Kajalstift, also ein Liquid Liner Tattoo Liner. Nee. Ach so. Nee. Ja. Ich hätte mir fast das hier an die Augen geschmiert. Ich dachte, das wäre ein Eyeliner. Ich hatte das geswatcht gehabt und dachte, ach, das ist ja einigermaßen gut pigmentiert für Essence.
Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Okay, dann schmiere ich mir halt den hier drauf. Ja, den wärme ich mir aber immer auf dem Handrücken auf, denn der ist sehr hart. Der ist von Estée Lauder und für Estée Lauder finde ich den sehr hart. Die Farbe ist sehr, sehr schön, so richtig schön Kupfer. Das gefällt mir sehr gut, aber mir gefällt halt eben nicht, dass er relativ hart ist und man ihn fester aufdrücken muss. Ich habe nicht die Zeit, da mein Auge auszustechen. Also nachkaufen würde ich um Gottes Willen kein Kajal für über 20 Euro in so einer Qualität. Ja, genau, nicht in so einer Qualität. Mann, ich schmier hier nur rum. Okay, kommen wir zu meinem Blush. Da habe ich immer noch den Terra Naturi. Ich glaube, der geht never ever leer. Und den trage ich mir hier so ein bisschen auf und da. Ich bin eh so voll mit Produkt. Ja, vom Kaki sieht man nicht wirklich was. Nein. Lacombe. Und die Benefit benutze ich noch dazu. Da ist echt viel Produkt drin. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel, aber irgendwas mit 2 Milliliter. Aber macht tolle Wimpern. Wirklich toll. Für die Lippen. Ich bin sehr begeistert, was das angeht. Lip Switch. Ich trage ihn mal auf im Schnelldurchlauf. So. Also, so richtig überzeugend ist das hier nicht. Da ist auch mein Concealer, den ich die Woche benutzt habe. Gerade wieder gefunden. Ja. Ich würde sagen, mein Look ist jetzt einfach fertig. So, das war's. Ich hoffe, wir quatschen nochmal über das... Packstrich, wenn es dann soweit ist. Ich wollte euch nur mal ganz kurz zeigen, wie viel Puderprodukt eigentlich von dieser Palette abgeht. Das ist ja abartig. Das ist echt abartig. Also die wird aussortiert. Der Lip Switch ist so geil. Ich feiere den richtig. Ich liebe das, wenn das so glitzert und es fällt gar nicht im Gesicht ab und es sieht echt toll aus. Ich habe mir eine neue Farbe bestellt und bin ganz, ganz froh drüber. Ja, ich teste auch den pinken. Und ich würde sagen, wir schließen ab. Gerne in die Kommentare Fragen und Antworten oder auch mir einfach von euch berichten. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.